Let's start again. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich sehe gerade, dass er seinen Finger in der Waffe drin hat, okay. Ja, zu einem weiteren Video Just Cause 3, wo der Typ den Finger in der Waffe hat. Ja, aber darum soll es halt überhaupt nicht gehen, solange wie die Waffe funktioniert, ist alles gut und schön. Ja, und ich habe mir so gedacht, wir spielen halt mal eine Runde Just Cause 3. Ja, ich denke mal, viele kennen es und ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt und wir können ja mal ganz schnell auf die Karte gehen und ja, wir werden heute mal so die ein oder andere Mission machen. Ich werde ein bisschen quatschen, also quasi wie immer und ja, schauen wir mal, wir werden jetzt nichts Anspruchsvolles, super Krasses machen. Wir werden einfach mal so ein bisschen durch die Welt chillen und mal hier und da mal so ein paar kleine Aufgaben lösen. Wir sind jetzt gerade hier, das heißt, wir können eigentlich gleich mal das Gebiet hier für uns einnehmen sozusagen. Allerdings wäre es ja sinnlos, wenn wir das Ganze jetzt irgendwie zu Fuß oder so machen würden. Deswegen bestelle ich mir etwas Schönes und zwar einen Mech. Viele wissen es vielleicht nicht, ich habe die Gold-Edition, deswegen habe ich den Mech schon und einige Waffen schon freigeschaltet, die man im Normalfall eigentlich noch nicht hat. Aber ja, ich habe das halt jetzt schon, was ich relativ cool finde, weil man das halt sonst alles freischalten müsste und da habe ich nicht wirklich so viel Lust drauf, beziehungsweise so ist es natürlich cooler. So, wir bestellen uns das Ganze jetzt einfach per Paketabwurf und ja, schauen wir mal, da ist es schon. Wo ist denn der Jet hin? Eigentlich bringt es immer Ada. So. Ja, an sich das Spiel, ja, nein, ich möchte erstmal die Waffe bitte. Ja. An sich finde ich das Spiel richtig cool von der Spielphysik her und so, weil man kann auch alles kaputt machen und so. Und das feiere ich ja richtig, wenn man so eine Welt hat, die man absolut kaputt machen kann. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist, dass man es nicht im Multiplayer spielen kann. Und, oh. Falscher Knopf, Entschuldigung. Und dass man nicht wirklich ranzoomen kann. Das finde ich auch ein bisschen doof. Und ja, ansonsten die Steuerung an sich ist ziemlich hakelig, aber es ist noch in Ordnung. Also man kann damit leben. Jetzt ist natürlich gerade das Problem, dass es ein bisschen regnet. Aber na gut, damit müssen wir klarkommen. So, also wir haben hier den Mech, der kann Ziele analysieren, wie ihr das gerade schon seht. Mal schießen. Ja, des Weiteren kann er so ein bisschen springen und dann hat er noch so zwei Fähigkeiten mit dem linken Arm. Da kann der einmal hier so einen Boost machen und dann kann er alles Mögliche hier so ein bisschen hochheben und in die Luft jagen. Und das meine ich, Leute, man kann hier wirklich alles kaputt machen und das, ja, will ich kriegen. So. Pow. So, ich würde mir aber gerne die Signale hier machen. Muss ich da aussteigen? Ja, ne? Weil mit den Signalen, also diese Signale, die braucht man, die ich jetzt gerade hier gefunden habe, die braucht man, um solche Lieferungen, wie ich sie gerade bestellt habe, sozusagen anzufordern. So, und dann kann man das hier so halten und die dann so weg. Und ja, also der Mech ist schon echt richtig geil und auch ziemlich okay eigentlich, aber mich stört's nicht. So, und jetzt, um ein Gebiet zu erkunden, müssen wir also gewisse Sachen kaputt machen. Und links am Bildschirmrand seht ihr jetzt die ganzen Sachen, die wir kaputt machen müssen. Das sind sozusagen die Symbole. Zum Beispiel auch diese Statue hier müssen wir kaputt machen. Das können wir jetzt selber machen. Wenn wir dann treffen. Und ja, also quasi, wir sind hier so eine Art Aufständischer, der mal ein bisschen ernst macht. Und ja, das ist grob gesagt die Story. Wir sind sozusagen ein Aufmüpfiger, der hier einfach alles kaputt macht. Und ihr seht schon, der Mech ist echt richtig krass, weil der haut halt richtig schön rein und man kann die sich halt hier auch ein bisschen Verbleib halten und zack und zack. Und ja, ist schon echt cool. So, da gucken wir mal, dass wir jetzt hier so ein paar Sachen noch kaputt machen. Wir müssen halt uns so ein bisschen umgucken und halt immer gucken, wo die Ziele sind, die wir brauchen. Und zum Beispiel brauchen wir so ein paar große Werbeplakate von dem, hier sowas hier. Zack, das können wir kaputt machen. Hallo?
Hallo? Ja. Okay. So und tschüss und ja, passt. Oben, das ist so ein Punktemultiplikator und der zählt so, oder sozusagen, wenn man was kaputt macht, kriegt man da Multiplikatorpunkte. So, die Dinger müssen wir auch kaputt machen. Was will er denn? Und tschüss, ab ins Wasser mit dir. Achso, und falls ihr euch wundert, wer ist denn das im Hintergrund? Das ist eine bekannte Stimme, Leute, da redet Gronkh. Ja, die haben wirklich Gronkh als quasi kommandozentrale Sprecher genommen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das cool ist oder nicht, weil ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wenn man so eine Stimme, die man ja eigentlich unter einem ganz anderen Zusammenhang kennt, dann bei sowas hört, aber ja, mein Gott. Muss jeder selber wissen, oder beziehungsweise die Spielentwickler werden sich schon was dabei gedacht haben. Er redet dann halt auch ziemlich viel. Aber ja, ist schon ganz cool gemacht. So, wir müssen hier mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall hin, die Kuppel kaputt machen. So. So, auch mal so ein bisschen Randale machen. Einfach alles so ein bisschen kaputt machen, dann passt das schon. So, da hinten die Tore müssen wir auch machen und da können wir auch unsere Fähigkeit nehmen, theoretisch. Oder auch nicht. Eigentlich ging das. Ah, okay. So ging's. Nice. So, dann können wir hier mal so ein bisschen aufräumen. Also der Mech ist halt schon wirklich ziemlich krass. Aber es muss ja auch irgendwas Cooles dabei sein, wenn man schon die verbesserte Version vom Spiel sozusagen kauft. Nur als kleine Info an euch, es gibt jetzt übrigens Just Cause 3, gibt es in der normalen Version aktuell kostenlos für alle, die PS Plus haben. Also falls ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall gönnen. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein gutes Spiel, bis natürlich auf ein paar Ausnahmen, aber kein Spiel ist perfekt, deswegen würde ich das mal nicht unbedingt als problematisch ansehen. So, da hinten ist noch so ein Turm, habe ich gesehen. Hatten wir das. So, jetzt müssen wir noch diese Lautsprecher sind das sozusagen, ne? Da seht ihr auch dieses Symbol, das ist das, was jetzt links ganz unten ist. Das ist wirklich das Laut. Jungs, ganz ehrlich, verpisst euch. Also ihr seht schon, der Mech ist richtig cool. Später kann man auch noch so eine Drohne freischalten. Ach, na super, jetzt kommen schon Panzer. Da kann man so Drohnen freischalten und die gehen dann richtig krass ab. Also die sind dann schon nochmal ein ganzes Stück krasser. Aber der Mech alleine ist schon auch richtig cool, finde ich. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir denn hier noch was kaputt machen? Sorge für Verwüstung. Ja, das ist, denke ich mal, kein Problem. Jungs, ganz ehrlich, jetzt haut doch einfach mal ab, hä? Wie wär's? Manchmal da hakelt auch die Performance so ein kleines bisschen, wenn man mit dem Mech so ein bisschen rumballert. Ich denke mal, das ist dann einfach. Da ist noch so ein Turm. Ich denke mal, das ist dann einfach, weil so viel durch die Gegend fliegt, beziehungsweise das Spiel so viel Zerstörung verarbeiten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, ja, hier kann man wirklich, wie gesagt, fast alles kaputt machen. Also ihr seht hier, man kann alles in die Luft jagen. Auch die Fässer gehen kaputt, also das ist schon echt cool. Bam. Ich hoffe nur vom Spielsound her ist es nicht zu laut. So, wir brauchen jetzt noch einmal so ein Lautsprecher-Ding und irgendwelche komischen Monitore, die sind aber bestimmt im Gefängnis, die hole ich mir dann zu Fuß. So, wo ist denn jetzt hier noch so ein Lautsprecher? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr einen Lautsprecher seht, dann weiß ich, wo er ist. Nein, natürlich weiß ich es ja nicht. Aber ja, wir haben ja das Gefängnis so ein ganz kleines bisschen kaputt gemacht. Wo ist denn jetzt der Lautsprecher? Uns fehlt noch ein Lautsprecher. Der Mech hat übrigens auch eine Lebensanzeige. Das sind rechts und links von diesem ja, Fadenkreuz hier quasi diese Balken. Allerdings hält der schon relativ viel aus. Also von daher. Ja,
kommt man da schon ganz gut klar. So, wo ist denn jetzt? Warte mal, hier leuchtet noch irgendwas auf. Ah, hier. Du. Hallo? Ja. Gut, okay, jetzt müssen wir bestimmt zum Gefängnis hinterdüsen. Und hoppala. Und hoppala. Oh. Oh, okay. Nix hoppala. Hoppala. Hallo. Ja. Danke. Danke, Spiel. So, jetzt müssen wir jetzt im Gefängnis rüberdüsen. Und da wurde uns ja vorhin schon so ein paar Ziele angezeigt. Die müssen wir jetzt noch schnell aktivieren. Oder was auch immer wir da machen müssen. Und ja. Mahlzeit. So, da müssen wir hin. Okay. Ja, aber ich denke, wir können mal aussteigen und gechillt hinlaufen, weil hier sind auch von uns schon ein paar Leute am Start, deswegen alles gut. So, dann nehmen wir mal das Äffchen raus. Ach, hier müssen wir hacken, okay. Ja, das ist ja kein Problem. Dann machen wir das fix und dann... Hacken. Achso, wir lassen quasi die Gefangenen damit frei. Ja, okay. Und ja, also man kann nicht alles kaputt machen. Und ich mache das. Hey, wo ist er da? Oh Gott! Boah! Alter, fuck. Scheiße. Da haben wir Glück gehabt, hätten wir da unseren Haken. Ey, sag mal, hallo? Geht's noch? Sagen wir mal, gut hier. Ja, hier für euch, komm. Und ich sag vorhin noch, zum Glück ist hier keiner mehr. Ist schon klar, Kenny, ne? Ist schon klar. Ja, achso, wir können das nur hacken, solange wir angeschossen werden, oder was? Mein Gott. Ja, ich habe natürlich auch nicht ganz die passende Waffe dafür. Guck mal her. Zack. So. Zack. Ey, wie sieht der von der Lehne an? Das ist ja cool. So, jetzt aber. Bitte nicht anschießen. Dankeschön. So, okay. Und jetzt noch irgendwelche Monitore. Dann müssen wir mal schauen, wo wir da hin müssen. Oh. Ups. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Können wir das mal einer zeigen, bitte? Das finde ich immer ein bisschen doof. Dass ihr nie so genau angezeigt wird, was man denn als nächstes machen soll. Weil oftmals sieht man gar nicht, wo genau die Ziele sind oder was man halt machen soll. Hui. Und ich glaube, hier drinne ist nichts mehr, was man machen soll. Ja, ja, Kronk, das wird eh nichts. 0 von 3 Monitor. Könnte denn da was sein? Wartet mal, wenn man... Wie war das gleich? Konnte man das nicht irgendwie... Hallo? Geht's noch? Perfekt. Blöde Kuh, Alter. Keiner fährt mein Auto an. Beziehungsweise mein Mech. Ist ja nicht wirklich ein Auto. Fährt die einfach mein Maschinchen an hier? Ich glaub, zack. Mann, 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 die Leute von heute. Kein Benehmen mehr. So. Aber Leute, wo sind jetzt hier Monitore? Beziehungsweise, was soll ich überhaupt bei Monitoren machen? Sehe ich denn auf der Map noch irgendwo was? Wartet mal, Leute. Weil manchmal ist das noch so ein bisschen gekennzeichnet, aber... Ich sehe ja gerade irgendwie auch nichts. Ja, man hat jetzt hier das Haus so, aber mehr sieht man halt nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich fahr jetzt nochmal hier hinter und guck mal so ein bisschen, aber keine Ahnung. Weiß ich. Aber jetzt ist so, jetzt steht doch schon gar nicht mehr 0 von 3, also ich denke mal, wir sind doch gar nicht mehr in der Nähe. Was macht denn die Kuh hier? Hey, wieso sind hier Kühe in der Stadt? Hallo? Ui. Ui.
habe keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Also Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Mir wird halt auch überhaupt gar nichts angezeigt. Auch wenn ich jetzt hier so drüber fliege oder so, es wird mir einfach nichts angezeigt und es steht halt immer noch da, Monitore, aber ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ja, alles klar, häng dich erstmal nicht dran. Ja, Leute, dann tut's mir leid, aber dann können wir jetzt hier nicht weitermachen. Da hängen wir halt noch so ein paar Leute auf. Ist auch kein Problem. Ist natürlich schade, weil ich hätte das jetzt schon gerne beendet hier, aber ich weiß halt einfach nicht, was ich machen soll. Kein Schimmer. Ja. Vielleicht finde ich es noch raus und schneid's noch mit rein oder muss ich mir irgendwann später nochmal dazu Gedanken machen, keine Ahnung. Ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es dann nicht besser, ja, gezeigt wird, sag ich mal. Weil, ja, wie gesagt, ist ein bisschen doof, weil man weiß jetzt halt einfach überhaupt nicht, was man machen soll. Aber, naja, das ist halt so. Hui. Und ihr seht, man kann hier sehr viel Scheiße machen. Nimm ihn mit. Batsch. Okay. In diesem Sinne war es das soweit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Es tut mir jetzt schon leid, dass wir da hier nichts machen konnten, aber ja, ich kann es nicht ändern. Und ja. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir da einfach ein bisschen rumfliegen und ein bisschen Scheiße machen. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jedes Mal hier irgendwie stundenlang die Ziele zu suchen. Und deswegen, ja, mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Ich würde mich natürlich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Und ja, vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.